Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Runde Luca sagt. Das wurde sehr häufig von euch gewünscht und daraus konnte ich auch annehmen, dass viele von euch da auch mitspielen wollen. Deswegen auch nur kurz einmal die Info an euch. Diese Sachen werden im Livestream erspielt. Heißt, ihr müsst dafür am besten einfach die Glocke aktiv haben und dann mal in dem Livestream dabei sein und dann gibt es da wahrscheinlich auch mal Luca sagt und dann könnt ihr da mitspielen und dementsprechend auch mal in einem weiteren Video zu sehen sein. Jetzt wünsche ich euch aber ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Ihr wisst Bescheid, lasst ein Like da und falls ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, ne, ihr wisst Bescheid, da gibt es so einen Abonnieren-Button. Und jetzt, wie gesagt, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. War echt sehr nice. Luca sagt, geht alle nach Wheatlow. Danke. Ja, und das war ein Befehl. Ich habe Luca sagt gesagt, ihr wisst Bescheid. Grundstellung ist, stehen, mich anschauen, sofern kein Befehl gerade auszuführen ist. Und ja, wer mich nicht im Stehend anschaut, hat halt leider auch dem Befehl nicht gefolgt. Luca sagt, holt euch alle Waffen und sammelt euch anschließend in der Mitte der Map. Aber tötet dabei keinen. Luca sagt, tötet dabei keinen, sondern sammelt nur Waffen und geht anschließend in die Mitte von der Map. Luca sagt, stellt euch einfach mal an die Wand auf. Die ist übrigens beim Bus hier. So. Luca sagt, kommt alle zu der Wand. Da kommen sie alle angelaufen. Sehr, sehr schön. Wie viel sind wir aktuell? Wir sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, glaube ich. Ah, da kommt noch der nächste, 12. Luca sagt, hör auf zu springen oder du bist down. Da hat er mal schnell gehört, Mann. Da kommt der nächste. Hi. Und direkt mit Ballon. Also, Grundstellung ist, ich gebe euch jetzt alle noch eine Chance. Ne? Grundstellung ist, stehen mich anschauen. Das heißt, keiner darf irgendwas tanzen oder so. Okay. Ja, ist ein bisschen enger geworden, ne? Piratenskin, rutscht du einfach nochmal ein bisschen auf, bitte. Weil sonst bist du zu weit aus meinem Blickfeld. Ja, machst du das? Nee, okay. Luca sagt, rutscht mal ein bisschen auf, Piraten-Skin. Genauso wie hier daneben, ne? Ja, okay. Erster Toter. Ja, Bauern-Skin, du auch bitte, ne? Nicht? Okay, Luca sagt, springt. Luca sagt, ducken. Luca sagt, springt. Bist du zweimal gesprungen? Okay. Luca sagt, duckt euch. Einschlag. Okay. Luca sagt, Einschlag mit der Spitzhacke. Eigentlich seid ihr jetzt alle raus. Weil ihr alle noch hockt. Sobald ein neuer Befehl kommt, müsst ihr alle stehen. Aber okay. Alles ist gut. Ihr kriegt alle nochmal eine Chance. Luca sagt, springt. Luca sagt, Einschlag in die Spitzhacke innen in die Luft. Ducken. Okay. Du bist raus. Weil du dich freiwillig gemeldet hast, darfst du dich wieder hinstellen. Luca sagt, stell dich hin. Und welcher Hund hat das hier gemacht? Der wahrscheinlich auch abgehauen ist, ne? Schlimm. Und das backt hier. Luca sagt, folgt mir mal einmal. Stopp. Digga, ihr seid alle stehen geblieben. Ihr seid, ey, was ist denn mit euch los? Ich kann euch doch nicht immer alle rauskicken, Alter. Luca sagt, stellt euch alle vor die Tankstelle. So, Luca sagt, achtet auf die Grundstellung. Genau, okay. Luca sagt, droppt alle eure Waffen, nicht Munition. Nur eure Waffen. So, okay. Nehmen wir mal das Beste raus. Die droppen hier auch Minis. Okay, ich weiß nämlich nicht wer. Und jetzt einmal noch in Anschluss eure Munition, bitte. Werden auch seine Munition gedroppt? Sonst keiner? Okay, dann gucke ich mal, wer mich hier anguckt. Ah ja, okay, du bist schon mal raus. Du guckst einfach nur geradeaus. Okay, der Rest dürfte mich anschauen. Ja, ja, das ist schön. Luca sagt, springt. So, und jetzt folgt mir einfach mal. Du bist raus. Bist du gesprungen? Ja, okay. Tja. Ja, was mache ich euch? Wir haben noch 9 Leute, die überleben.
Ja, was kann ich jetzt hier mal machen? Ich würde einfach mal sagen, Luca sagt, folgt mir. Geht mal auf die Treppe hier. Ja, ich liebe es, wenn so viel... Oh, Digga, ich habe kein Aiming. Ey, jetzt blamier mich hier nicht, ne? Luca sagt, stehen bleiben. Digga, Alter, ich liebe es, wenn bei einem Befehl so viele rausfliegen. Das ist so schön, ja. Das ist einfach nur schön. Es leben gerade noch 5 Leute. Das macht keinen Sinn. Einer ist abgehauen. Ah, dieser eine da, Alter. Schlimm. Wieso lauft ihr immer? Digga, ich dachte mir gerade nur so, die ganze Zeit diese Laufschritte. Was ist mit euch los? Grundstellung ist, stehen mich anschauen. Der Ritterin gebe ich noch eine Chance, weil die hat aufgehört. Ich dachte mir gerade nur so, what? Was ist mit euch los? Naja, okay. Wie gesagt, folgt mir. Okay. Man merkt auch schon, weil die mich dauerhaft angucken, die sind jetzt besser. Es sind 3, 4 Leute. Ja, mit 4 Leuten könnte man tatsächlich schon ein Pickaxe-Duell machen, aber ich will euch so kriegen. Luca sagt, folgt mir. Luca sagt, stopp. Luca sagt, weiter. Luca sagt, stopp. Weiter. Digga, du hast gezuckt. Du hast gezuckt. Luca sagt, hast du gezuckt? Ja, ne? Ja, ich habe das genau gesehen. Night Gaming Panda GG. Luca sagt, folgt mir wieder. Oh, man hat diese Minisekunde gesehen, wie er gezuckt hat. Es war so schön. Wer hat mich angeschossen? Luca fragt, wer hat mich angeschossen? Luca sagt, stellt euch alle an diese Wand auf. Luca fragt ein weiteres Mal. Wer mich abgeschossen hat, springt. Okay, geht doch. Irgendwie ging das ziemlich schnell, meines Erachtens nach. Aber die letzten. Wir müssen jetzt nur noch uns auf die Mission begeben. Den letzten Typ, der einfach abgehauen ist, zu töten. Schaffen wir das gemeinsam. Ah, das war so gemein. Schaffen wir das gemeinsam? Okay. Luca fragt, schaffen wir das gemeinsam? Ja, ich sehe das auch so. Luca sagt, folgt mir. Wo kriegen wir den jetzt her? Dieser Hund, der ist einfach abgehauen, weil er eh gestorben wäre. Luca sagt, du hast eine Chance, wenn du jetzt runterkommst. Luca sagt, du hast eine zweite Chance, wenn du jetzt runterkommst. Okay. Du hast eine zweite Chance, ne? Wenn du jetzt runterkommst. Geh einfach ganz friedlich runter, dann hast du eine zweite Chance. Oh, Digga. Ich meine das halt ernst, ne? Du kannst einfach runterkommen. Wir kriegen das hin. Glaub an mich. Luca sagt der andere, bitte probieren, ihn zu killen. Ah, er hat keine Waffen mehr. Der bau runter schnell. Den Bauernskin, bitte versteck dich. Okay. Proxy by the Wavers. Richtig. Okay, perfekt. Wir sind in der Zone. Also ich habe jetzt halt 130 Leben. Füg mir so auf Schaden zu. Luca sagt, füg mir so 98, oder? Ja, dann gib mir mal, Luca sagt, gib mir 3 Schläge. Okay. Lel. Okay, ich gehe mal eine Bandage. Ich habe nicht bedacht, dass die ja jetzt mehr Damage macht. Egal. Ich krieg dich trotzdem. Luca sagt, überhaupt alle deine Mats, bitte. Komm dann mal hier auf die Plattform. Okay. Luca sagt, stell dich hier in die Ecke von der Plattform. Die hier. So. Oh. Digga, richtiger Dullbass, Alter. So. Luca sagt, das Spitzhacken-Duell geht auf 3 los. Muss auch eben den Schatten vorher ausstellen. So. Luca sagt, 3, 2, 1. Nein. Oh, aua. Nein, ärgerlich. schön. Also, Gigi geht an Penta NLC Y raus, ja. Leute, schickt ihm ein Herz und
mir tut es leid für dieses ein bisschen chaotische Lukas sagt. Ist halt einfach einem Typen hier, ja, ein Typ hat halt hier leider dran Schuld. Aber ich hoffe, das kommt in, kommt bei den nächsten Lukas sagt nicht mehr vor. Deswegen, Leute, ich wünsche euch jetzt allen noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.